Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Doom 3 in der BFG-Edition. Wir müssen nun dem Bravo-Team aufschließen, müssen dazu in die Alpha-Labore und da führt uns der Weg durch die Verwaltung, wo wir uns gerade befinden. Und auch schon dementsprechend hier begrüßt werden. Hier sieht es ja schon freundlich aus. Sie scheinen nicht zu verstehen, Dr. Betrüger. Doch. Ich verstehe alles. Glauben Sie mir, Doktor, die USC übernimmt diese Operation. Operation? So nennen Sie das also? Die Situation ist außer Kontrolle. Sie ist nicht außer Kontrolle, Swarm, sondern Sie. Ich werde mich um alles kümmern und Sie und Ihr Lakai halten sich da gefälligst raus. Verstanden? Ja, Betrüger. Ich habe verstanden. Okay. Plan B. Nicht. Ach, du lebst noch. Okay. Aber für dich will ich keine verschwenden. Hier brauchen wir Kontrolltür, Bereich gesichert, was? Durch Terminal 3, Datenbibliothek. Willkommen im Alpha-Labor. Der Bau des Alpha-Labors von der außerweltlichen Forschungsabteilung der Union Aerospace Phase 1 genannt, begann am 29. Werden wir hier wahrscheinlich Oktober auch die Videodiske dazu finden, ja. Am 17. Juli 21.30 in Berlin. Kommen wir nur hier lang. Alpha-Labor. Da müssen wir ja eh lang. Ich habe aber auch Funk gehört, Leute. Aha. Komm. Mehr Funk? Anscheinend nicht. Da haben wir noch ein PDA von Alan Dorweiler. Hier haben wir einen Videodisc. Gut, das ist eine Treppe. Hier haben wir noch einen Schließschrank. Und zwar Schließfach Nummer 13. Dann schauen wir mal. Wir haben erstmal hier von Alan Dorweiler den PDA ohne Audiologs. Wir haben aber E-Mails. Einmal von Ethan Peterson, Waffenmaterial im Schrank. Alan, wie besprochen, habe ich im Vorratsschrank in deiner Abteilung etwas Munition und Schutzausrüstung hinterlegt. Der Türcode lautet 586. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich hoffe bei Gott, dass wir das Zeug nie brauchen werden. Sollte ich noch etwas hören, schreibe ich dir per E-Mail, Ethan. Und hier kommt die nächste E-Mail. Die USC Unternehmensleitung. Alan, ich habe gehört, die USC Unternehmensleitung schickt jemanden, um Betrüger zu durchleuchten. Einen gewissen Elliot Swarm. Ich kenne ihn zwar nicht, aber John sagt, er ist ein richtig scharfer Hund. Soll immer einen Leibwächter dabei haben. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich hoffe, dieser Swarm macht die Abteilung nicht dicht. Wir sind so nah dran, die Stabilitätsprobleme zu lösen und haben nur noch sehr wenige Übertragungsfehler. Ich halte dich auf dem Laufenden, Ethan. Und dann haben wir noch eine E-Mail von MarsBuddy.com. Apotheke mit Lichtgeschwindigkeit. Mr. Dorweiler. Online-Apotheke. Kein Arztbesuch erforderlich. Wir finden, Medikamente sollte man ebenso leicht bestellen können wie alles andere im Internet. Wir liefern Medikamente an jeden Ort in der Galaxie. Embargos, verbotene Medikamente, alles kein Problem. Mehr dazu erfahren Sie unter www.martianbuddy.com. Die Seite gab es tatsächlich einmal und wenn man diese dann aufgerufen hat, kam man
auf eine fiktive Werbeseite hier für Martian Buddy. Und darauf hat sich ein Code wiedergefunden, mit dem man die Martian Buddy Schränke öffnen konnte, in denen sich meistens starke Waffen befinden. Ich glaube, wenn man diese Seite jetzt eingibt, wird man automatisch zur Homepage des, ich glaube, zum Doom Slayers Club wird man dann weitergeleitet. Also die Seite ist leider nicht mehr aktuell. Der Code, wenn ich mich recht erinnere, war aber 0508. Wir haben jetzt erstmal den Code für das Schließfach Nummer 13. Und der war 586. Wie wir gerade in der Mail gelesen haben. Oh, und wir haben Handgranaten. Und ich habe noch vergessen, die Videodiscs zu gucken. Jetzt gehen wir erstmal ins Inventar. Die Infanterie-Splittergranate wird durch einen Drehdetonator aktiviert. Die Explosionsverzögerung beträgt 3 Sekunden. Der Verletzungsradius 30 Meter. Und wir haben noch die Videodisc über das Alpha-Labor Einführung. Willkommen im Alpha-Labor. Der Bau des Alpha-Labors von der außerweltlichen Forschungsabteilung der Union Aerospace Phase 1 genannt, begann am 29. Oktober 2095. Es ging am 17. Juli 21.30 in Betrieb. Im Alpha-Labor, zunächst als primäre Wissenschafts- und Forschungsabteilung erschaffen, wurden modernste Technologien entwickelt, wie der Elementarphasendekonstruktor, das Hydrocon und der Molekularbrennstoffspeicherkompressor, die jetzt im Alpha-Labor genutzt werden. Dies ermöglichte die dringend erforderliche Erweiterung auf die derzeit führende UAC-Forschungsanlage, das Delta-Labor, wo Union Aerospace ganz neue Wege in der Forschung und Entwicklung eröffnet. Mit fortdauernden Investitionen und harter Arbeit bemüht sich die Union Aerospace Corporation weiterhin um Spitzenleistungen und engagiert sich für ein besseres Morgen. Du hast sehr leise gesprochen. Okay, weiter geht's. Achso, da war ja auch noch eine Tür. Kann ich mal gucken, was wir hier brauchen. Ungültige Sicherheitsfreigabe, autorisierte Person, Direktor William Banks und Forschungsteam G3. Nicht stehen bleiben, Kumpel. Du kannst nichts für mich tun. Sie sind alle weg. Haben uns überrascht. Kam aus dem Nichts. Ein paar Einheiten sind noch draußen. Aber sind alle voneinander abgeschnitten. Versuch sie zu finden. Okay. Also das PDA entweder von Direktor William Banks oder des Forschungsteams G3.
Da bist du schon. Weiter müssen. Willkommen im Alpha-Labor. Der Bau des Alpha-Labors. Was? 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 Oh! Hallo! Guck mal, da ist der Bau rein. Einfach hier so aus den Lüftungsschächten an der Decke rausgesprungen. Ja, fallen lassen. Oh, komm her. Anruf Ende. Er hat den Anruf. Ausgeschaltet. Gerissenes Kerlchen. Geschäftsleitung Sperrgebiet. Bereich gesichert durch Terminal 3 Datenbibliothek. Ich glaube, an die Stelle hier erinnere ich mich noch gut. Zugangstür 1 versperrt und Zugangstür 2 versperrt. Das eine war die direkt im Eingangsbereich, ne? Das war ja auch Terminal 3, glaube ich, direkt neben dem Pult. Dann machen wir die Sicherheit. Und das kriegen wir direkt Besuch. Das fand einer nicht gut. Das ist die Endregelung. Zumindest ist er höflich und klopft an. Das war jetzt eine Reflexhandlung. Und hier liegt noch ein PDA und ein Schrank von Mars Buddy. Sehr gut. Schauen wir uns aber erstmal das PDA an von Jonathan Moses ohne gespeicherte Audiologs. Ah, okay. 0508 gratis Goodies. Diese E-Mail ist neu, die gab es im alten Spiel nicht, da man ja auf die Homepage musste, wo dieser Code dann vermerkt wurde.
lesen wir das einfach mal. Mr. Moses, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden zum Gewinner eines unserer kostenlosen Lagerschränke voller nützlichen Dinge ausgewählt, die Sie sicher gut brauchen können. Besuchen Sie uns online, um auf Ihren neuen Schrank zugreifen zu können. Mars Buddy. Und nicht vergessen, mit Mars Buddy sind Sie immer ein Gewinner. Dann haben wir noch die E-Mail von Jim Bouvier, Lagerschrank. Mr. Moses, wir haben kürzlich Ihren Lagerschrank vom Mars Buddy erhalten. Wo sollen wir ihn für Sie aufstellen? Vielen Dank, Jim Bouvier, Transportaufsicht. Dann nochmal Jim Bouvier, Antwort auf Lagerschrank. Mr. Moses, danke für Ihre schnelle Antwort. Wir lassen ihn bis Ende der Woche zu Ihrem Büro liefern. Ursprüngliche Nachricht gesendet am 7. November 2145 an Jim Bouvier. Super, kaum zu glauben, wie schnell er da war. Bitte lassen Sie ihn in mein Büro im Nordflur der Verwaltung liefern. Ich bin schon ganz gespannt, was die mir geschickt haben. Jonathan. Und dann öffnen wir diesen Schrank mit dem Code 0508. Sehr gut. Dann haben wir die Chain Gun. Ich muss noch kurz das aufschreiben. So, und weiter geht's. Die will ich aber auch noch nicht verwenden. Die ist sehr durchschlagskräftig. Die sind zum Beispiel sehr gut gegen diese Pink Demons. So nennen sich die, oder Pinkies, oder Pink Demons. Die hier gerade... begrüßt. Team Bravo meldet eine nicht identifizierte Wucherung, die sich über Teile der Basis ausbreitet. Aha. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird nichts Gutes sein. Sei auf der Ruhe. Wucherung klingt immer schlecht. Die haben wir gern. Es funktioniert nicht. Was? Ich habe alles versucht, die Computer reagieren nicht. Ich kann nicht auf das Systemhauptverzeichnis zugreifen. Hier geht es nicht. Wir müssen woanders einen Systemzugang finden. Gut, Abmarsch. Ah, schon wieder. Das PDA von William Banks an. Vermisste Mitarbeiter. Hören wir uns das mal an. Audiolog von Direktor William Banks vom 20. Oktober 2145. Die Anzahl der verschwundenen Mitarbeiter innerhalb der Basis ist mittlerweile alarmierend. Allein innerhalb der letzten Woche hat mein Büro 4 weitere Berichte von Delta erhalten, wonach Mitarbeiter nicht zum Dienst erschienen sind und auf Anrufe in ihren Quartieren nicht reagiert haben. Die Namen dieser Mitarbeiter wurden an den Sicherheitsdienst von Mars City weitergegeben, der eine Untersuchung einleiten wird.
Dies sind tatsächlich beunruhigende Nachrichten. Ganz besonders, da sich auf der Krankenstation zurzeit viele Fälle plötzlich auftretender Schizophrenie und anderer psychischer Störungen befinden. Ich hoffe, dass es keine Verbindung zwischen diesen Fällen und den Vermissten gibt. Dann haben wir noch das Audiolog Energiedefizit. Audiolog von Direktor William Banks vom 5. Oktober 2145. Die Abteilung Umweltdienste weist darauf hin, dass die kürzlich erfolgten Änderungen am Energieversorgungsnetz Störungen bei vielen nicht kritischen Systemen verursachen. Grund seien entweder die sporadischen Stromausfälle oder eine zu geringe Eingangsspannung. Außerdem werde es immer schwieriger, eine ausreichende Energieversorgung aller nicht kritischen Systeme aufrechtzuerhalten, dank Dr. Betruger und seinen sogenannten Optimierungen der Energiespeicher in und rund um die Anlage. Ich habe dem Direktor der Umweltdienste zugesichert, dies an die Zentralbehörde weiterzuleiten. Okay, dann haben wir noch E-Mails. Eine von Malcolm Betruger, religiöse Artefakte. Direktor Banks, ich bitte um vordringliche Erledigung dieser Angelegenheit. Es ist sehr wichtig für meine Forschungen, dass alle Kisten mit religiösen Artefakten von der Erde mit einem Vermerk für das Delta-Labor sofort und ohne Verzögerung direkt dort abgeliefert werden. Es geht nicht, dass meine kostbare Fracht im Hangar herumsteht, bis Ihre Leute die Zeit finden, sich darum zu kümmern. Ich erwarte, dass Sie in dieser Angelegenheit umgehend tätig werden. Dr. Malcolm Betruger. Dann haben wir auch noch eine E-Mail von Matthew White betreff vermisste Personen. Direktor Banks, Forschungsassistent Eric Raffel ist die ganze Zeit über noch nicht zum Dienst erschienen. Ich habe wiederholt in seinem Quartier angerufen, ohne Reaktion. Seit Tagen hat ihn niemand gesehen und ich bin ratlos. Er ist normalerweise sehr zuverlässig. Ich hoffe, der Mars-Sicherheitsdienst kann ihn finden. Es gibt hier nicht viele Bereiche, die man betreten darf. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, Matthew White. Und dann haben wir noch eine E-Mail von uacorp.com, neue Website. Direktor Banks, wir freuen uns, unsere neue Unternehmenswebsite vorstellen zu können. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie zu prüfen. Vielen Dank, das ua-corp.com Internetteam. Und wenn man diese Seite eingibt, dann landet man auf der Homepage von Bethesda übrigens. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter. Wir können jetzt endlich das Alpha-Labor betreten. Oh, hallo. So geht es nicht, mein Herr. Ah, okay, die Tür. Da kommen wir wieder raus. Da muss ich da ja nicht lang. Dann sind wir hier einmal quasi im Kreis gegangen. Jetzt sind die. So. Ich gehe erstmal hier hin. Von der Seite. Aber wir haben ja auch noch die Haupttür hinten, wo der sterbende Soldat lag. In dem Bereich, wo wir eben Spawn mit seinem Kollegen gesehen haben. Und hier liegt auch noch ein PDA. Oh, Silence. Finden wir bestimmt auch noch den PDA von Artgar Fackel. So, Netzwerkverbindungen gescheitert. Netzanmeldung. Fehler. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Schauen wir uns mal das PDA von Paul Simons an. Wir haben einmal das Audiolog Admin Netzsicherheitsstatus. Hören wir uns das doch an. Ich bin Paul Simons, IT-Sicherheitsspezialist. Es sind Angriffe auf unsere Netzwerksicherheit erfolgt. Mehrmals in den letzten Tagen. Vermutlich sogar schon länger, aber wer auch immer der Angreifer ist, weiß genau, was er tut. Er hat seine Spuren hervorragend verwischt. Wären mir nicht einige Unstimmigkeiten im Protokoll aufgefallen, könnte er ungestört weitermachen. Der Angriff kam über ein verschlüsseltes Trägersignal aus dem Delta-Komplex.
Der Virus war in eine Anfrage an den Großrechner integriert und spaltete sich jenseits unserer Firewall vom Datenstrom ab. Der Verantwortliche muss im Komplex zu finden sein. Aufgrund der dort geltenden Sicherheitsbestimmungen kann ich aber nur sagen, dass der Angriff aus Delta kam. Von welchem Rechner oder Labor aus er kam, lässt sich nicht identifizieren. Der Eindringling hatte Zugriff auf alle Mitarbeiterdaten, einschließlich der medizinischen Berichte. Mein Team wird das Netzwerk in den nächsten Tagen genau auf jegliche Anomalien überwachen. Ende des Eintrags. Dann schauen wir uns noch die E-Mails an. Einmal von der IT-Sicherheit, Angriffe auf Netzwerksicherheit. Mr. Simons, wir konnten bei dem Netzwerktest, dem wir Ihr System unterzogen haben, keine Probleme feststellen. Von unserer Seite aus sieht alles gut aus. Ihre Firewall scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Andere IT-Manager haben ähnliche Eingriffe in ihre Netze gemeldet. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist entweder sehr gut oder verfügt über eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe. Haben. Doch zu viel. Wir werden das Netz weiter beobachten und Sie bei ungewöhnlichen Vorfällen umgehend informieren. IT-Sicherheitszentrale. Dann haben wir noch eine E-Mail von Russell Wilder betreff Spam-Mail. Paul, die Flut an Spam-Mail ist in letzter Zeit kaum noch zu bändigen. Am schlimmsten sind die von Mars Buddy. Unglaublich, was die mir alles schicken. Keine Ahnung, woher die meine Adresse haben. Kannst du nicht was dagegen tun? Ich mache den ganzen Morgen kaum was anderes, als den Müll aus meinem Posteingang zu löschen. Vielen Dank, was? Damit endet das Level auch wieder. Das ist ja wieder die passende Gelegenheit, an dieser Stelle dann wieder zu unterbrechen und das Video zu beenden. Ich speichere nur mal wieder schnell. Zack. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.